Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen, obwohl ich eigentlich zu diesem Kommentar gar nicht mehr viel sagen kann, denn Frau Meyer-Gräwe hat im Grunde die gesamte Beschlusslage des Deutschen Frauenrates eben vorgetragen. Das stimmt mich aber gar nicht traurig, denn irgendwas zu sagen gibt es immer noch. Aber das bestätigt uns einfach darin, denn in vielem wurden wir auch belächelt zuerst, als wir mit diesen Themen auch angekommen sind, wie Sie eben auch sagten, mit Quote und sowas, als das bei uns auch losging und Entgeltungleichheit. Naja, dann heißt es immer, was die Frauen auch schon wieder haben, wo sie wieder hinwollen. Und im Grunde hat dieser Gleichstellungsbericht uns auf der ganzen Linie bestätigt und auch sehr bestärkt. Und dafür sind wir natürlich sehr, sehr dankbar und freuen uns darüber, dass wir auch diesen Rückhalt da bekommen haben. Uns war immer klar, das haben wir nie auch mit einem Wort in Frage gestellt, dass Gleichstellung, Chancengleichheit im Grunde nur mit den Männern gemeinsam möglich ist. Deswegen haben wir ja auch schon mit dem Bundesforum Männer den Kontakt gesucht, als sie noch mehr oder weniger in der Findungsphase waren. Ich sehe sie noch bei uns in der Geschäftsstelle sitzen und sozusagen sie überlegt haben, wie gründen sie sich jetzt, wie machen sie es. Also wir haben von Anfang an das Bundesforum auch begleitet und wir haben, ich glaube, ich kann das so sagen, ein freundschaftliches Miteinander. Wir besuchen uns regelmäßig, sind regelmäßig auch miteinander im Gespräch und das tut uns beiden auch gut, sodass wir auch wissen, wie ticken die anderen und wo sind dort die Schwerpunkte, wo können wir gemeinsam etwas erreichen. Und ich glaube, nur so geht es auch miteinander und nicht gegeneinander. Jetzt schaue ich mir mal auf meinen Zettel, ob ich doch noch irgendwas finde, was ich sagen kann, was Frau Meyer-Gräwe nicht schon so wunderbar abgearbeitet hat. Was ich aber jetzt nicht negativ meine, ich freue mich darüber, dass das so gewesen ist. Ein großes Thema bei uns ist natürlich Mindestlohn, nichts wie weg damit. Wir haben dazu auch ein Papier erarbeitet, wobei die grünen Frauen auch sich sehr mit eingebracht haben. Sie meinen Minijobs, nicht Mindestlohn. Ja, Verzeihung, das war jetzt ein Freundschaft, weil wir selbstverständlich sind. Das passt auch zusammen, denn bei den Minijobs ist ja das Problem, dass wir da ja keine Stundenbegrenzung mehr haben. Das ist ja das Problem und dass wir dadurch eben ja auch, habe ich Sie jetzt gerade, Frau Rothe, peinlich kurz in den Herzinfarkt getrieben. Genau, weil Sie nämlich da mit Ihrem iPhone spielen. Und das war der Test. Frauengesundheit auch angesprochen. Dass wir nämlich bei den Minijobs dadurch das Problem haben, dass wir ja keine Stundenbegrenzung mehr haben bei den Minijobs und dadurch eben auch Stundenlöhne zustande kommen, die ja, darüber brauchen wir gar nicht mehr zu reden, also das ist indiskutabel. Das ist ja auch ein Problem eben dieser ganzen Geschichte, abgesehen davon, dass ja eben sie sozialversicherungsfrei sind und eben keiner Versteuerung unterliegen und eben keiner bestimmten Arbeitszeit. Eben die Anreize für lange Erwerbsunterbrechungen bei Frauen, das ist ja eben auch ausgeführt worden. Der Deutsche Frauenrat spricht sich ganz deutlich gegen die Ehegattenbesteuerung, das Ehegattensplitting aus. Wir wollen eine Individualbesteuerung. Das ist auch der völlig falsche Anreiz, mit dem Ehegattensplitting eben auch hier zu Hause zu bleiben. Dasselbe gilt eben auch für die Familienmitversicherung in den Krankenkassen. Und eben ein weiterer Punkt ist eben auch die fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Hier setzen wir uns eben für eine flächendeckende Kinderbetreuung ein und nicht, wie es sonst immer heißt, für bedarfsgerechte. Denn wenn der Bedarf entsteht, muss im Grunde der auch schon gedeckt werden und nicht eben in dem Moment, wo man den Bedarf feststellt und dann anfängt zu überlegen, wie kriegen wir das denn jetzt hin mit der Kinderbetreuung. Da braucht das Kind wahrscheinlich die Betreuung schon gar nicht mehr. Deswegen muss die Kinderbetreuung von Anfang an eben flächendeckend konzipiert sein. Über das Betreuungsgeld, glaube ich, sollten wir kein weiteres Wort mehr verlieren, auch wenn sich jetzt die Koalition, da hat es ja noch gar nicht die CDU erstmal mit der CSU sich selber in irgendeiner Form geeinigt, aber das ist indiskutabel und da hoffen wir, dass da irgendwann vielleicht dann mal eine Regulierung gibt, sollte das doch im Oktober dann so durchgehen. Großes Thema bei uns ist eben auch Abbau der Rollenstereotype, das ist ja auch eben schon sehr gut ausgeführt worden, dass wir eben hier sagen, dass eben dieser Gedanke überhaupt, es gibt Männerberufe, es gibt Frauenberufe, dass allein dieser Gedanke, dass diese Worte sollten eigentlich auch schon verschwinden,
Was natürlich auch damit eben zusammenhängt, dass eben diese Frauen, sogenannten Frauenberufe, wollen wir es mal so rum, auch eben einfach nicht die Wertschätzung haben, die sie verdienen. Wir nehmen da vieles so selbstverständlich hin, wir gehen alle zum Friseur oder irgend sowas und lassen uns verschönern, wir haben etwas davon, aber trotzdem sind wir nicht bereit, da mehr als 5, 6, 7 Euro Stundenlohn dann zu bezahlen, dass dann im Endeffekt für die Friseuse dann oder Friseurin, wie es glaube ich heißt, dann herauskommt, dass es einfach das noch schlimmer ist es dann auch mit der Altenpflege und diese Fürsorgeleistungen, diese Frauen, die diese Arbeit machen, haben eine ganz hohe Verantwortung, die sie da tragen und trotzdem wird diese Arbeit einfach nicht so von uns anerkannt, wie es zum Beispiel der Mann macht, der unser Auto repariert, wo wir ohne mit der Wimper zu zucken 60, 70 Euro die Stunde bezahlen, jetzt nach dem, was wir für ein Auto zu Hause haben, da finden wir gar nichts dabei, aber 15 Euro für Pflege, da wird es in diesem Fall schon kritisch. Sonderbar ist, dass das haben wir auch mal in einer Studie erfahren, dass wenn Männer zum Beispiel in den Pflegeberuf gehen, sie in diesem Beruf höher angesehen sind als Frauen. Und wenn Frauen in einen MINT-Beruf, also sagen wir mal Automechanikerin werden oder wie das heute heißt, da haben sie nicht dieses Ansehen, wie Männer es in diesem Beruf haben. Also das ist auch eine ganz komische Sache, da geht die Schere auch ganz andersrum auseinander. Das sollte man sich auch mal näher mit beschäftigen und gucken, warum hängt das auch noch an dem Geschlecht, dass dieser Beruf diese Wertigkeit hat. Ja, Teilzeitarbeit, das ist natürlich eine Sache, die in manchen Lebensphasen gut sind. Man braucht es manchmal, weil man aus welchen Gründen auch immer nicht die ganze Zeit hat zu arbeiten. Das Problem bei der Teilzeit ist, man hat das Recht, in Teilzeit zu gehen, aber nicht mehr das Recht, zurückzukommen. Und genau da ist die Krux, dass Frauen, die in Teilzeit sind und irgendwann dann sagen, jetzt möchte ich aber wieder Vollzeitarbeit, wie Herr Nelles auch eben sagte, weil sich die Lebenssituation ändert oder die Planung innerhalb der Familie ändert. Man kann nicht einfach, das gilt für Männer genauso, von der Teilzeit wieder in die Vollzeit zurückgehen. Hier der Appell auch an die Politik, hier entsprechend auch nochmal tätig zu werden, denn das ist eine ganz große Hemmschwelle da auch. Letzter Punkt noch von meiner Seite, bevor es dann auch in die Diskussion geht, zu dem Leitbild würde ich gerne eine Säule hinzufügen. Und zwar, es ist zwar am Rande erwähnt worden, ich möchte es aber gerne stärker dabei haben, und das ist das Engagement. Neben der Arbeit, um Geld zu verdienen, und der Familienleistung sollte auch die Möglichkeit sein, sich zu engagieren, sei es politisch, sei es im Sport, sei es wo auch immer, in der Schule, in der Gemeinde, da gibt es ja viele Tätigkeiten und Möglichkeiten und das sollte eben neben der Erwerbsarbeit und der Fürsorgearbeit auch möglich sein. Das ist der Grund, weshalb auch weniger Frauen sich auch engagieren, auch weil sie einfach diese Doppelbelastung schon haben, Erwerbsarbeit, Berufs- und Fürsorgearbeit, dass sie da auch sich nicht mehr so einbringen können. Deswegen finden wir auch im Engagement auch nicht so viele Frauen in Führungspositionen, weil sie eben diese Zeit zusätzlich einfach auch nicht so aufbringen und dass Männer eben dann auch da gerne in die Führungspositionen hineingehen. Ich glaube, das wundert uns jetzt nicht so besonders. Ich will sie erstmal dabei belassen und es gibt ja auch noch eine Fragerunde und heute Nachmittag bin ich ja auch noch mal dabei, da wird sich auch noch bestimmt einiges ergeben. Ja, vielen Dank, Frau Brovas. Katja hatte ja eben schon provokant die Männerbewegung gefragt, wann kommt ihr aus den Puschen? Ich würde Sie jetzt mal gerne fragen, warum brauchen wir eigentlich im Jahr 2012 überhaupt noch einen Geschlechtergipfel nach vielen Jahrzehnten auch sehr erfolgreichem Kampf der Frauenbewegung? Haben die Frauen vielleicht die Männer zu lange als Gegner statt als Kampfpartner gesehen? Oder was meinen Sie, wie kann man das gemeinsam jetzt weiter nach vorne tragen? Man sollte nicht so ungeduldig sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich katholisch sozialisiert bin, da denkt man eher in Jahrhunderten und ist da etwas...
Aber schauen Sie jetzt auch so mal. So viel Zeit haben wir nicht. Ja, es ist richtig, man ist da auch ungeduldig und man möchte jetzt aber mal rangehen. Schauen Sie aber mal in die Geschichte, wie ist es denn in den letzten 60 Jahren gewesen? Wir hatten ja erst Ende der 50er gab es ja erst das Gleichberechtigungsgesetz und Ende der 70er wurden ja erst 77, 78 die letzten Hürden abgeschafft. Denken Sie mal daran, in 77, da durfte die Ehefrau nur erwerbstätig sein, wenn der Mann das erlaubte und die Ehefrau ihren häuslichen Pflichten auch ausreichend nachgekommen ist. Das ist ja so furchtbar lange überhaupt nicht her. Ich habe 78 geheiratet, das hat mich noch gerade so betroffen. Ja? Aber viele von Ihnen jetzt erinnern sich vielleicht noch daran oder zumindest Ihre Mütter hat es mit Sicherheit voll betroffen. Es ist ja auch noch gar nicht so furchtbar lange her. Und wenn man jetzt mal die ganze Frauenbewegung in der Geschichte ansieht, sind wir ja jetzt schon relativ weit. Und vom Gesetz her sind es wir ja auch. Die Frage ist aber, haben wir die Chancengleichheit auch wirklich so umgesetzt für uns? Und das ist meines Erachtens, das muss noch einfach, also vom Gesetz her haben wir es, aber wie sieht es in unseren Köpfen aus? Da haben wir noch die Schere drin. Wie haben wir zu leben? Und ich sehe das ja auch, meine Mutter hat dann auch immer gesagt, aber nicht, dass deine Familie vernachlässigt wird. Gut, okay. Das wird man ja, das bekommen die jüngeren Frauen ja heute auch noch mit auf den Weg von ihren Müttern ja auch. Das muss man auch, man muss nicht nur gegen das Gesellschaftliche angehen, sondern oft auch noch gegen familiäre Vorwürfe, die man dann auch noch bekommt. Also die Frauen kämpfen an mehreren Fronten. Und das ist eben das Problem, das in den Köpfen, die es eben noch drin ist. Und dann müssen eben auch noch andere Bedingungen geschaffen werden, was ich eben auch sagte, mit der Kinderbetreuung. Da sind wir ja nun insofern auf dem guten Weg, dass ja jetzt dann auch da eine Verbindlichkeit, also dass man ein Recht, ein Anrecht auf einen Kindergartenplatz hat und einen Krippenplatz hat, dass das wahrscheinlich auch nochmal einen guten Schritt weiterkommt. Und deswegen kann ich nur sagen, der Frauenrat fordert natürlich auch einen zweiten Bericht, das ist klar. Aber auf der anderen Seite, Papier ist geduldig. Was nützen uns die ganzen Berichte, wenn diese vielen Forderungen, die ja schon benannt worden sind und herausgearbeitet worden sind, wenn die aber jetzt sozusagen nur in den nächsten Bericht wieder übernommen werden. Also irgendwann müssen auch mal Taten folgen und da hoffen wir, dass das jetzt besser wird.